Ah, da haben wir den richtigen gefunden. Au! Das war fies. Also ich muss wahrscheinlich dich verschieben. Und lauf mal hier rein. Ich schätze mal, ich habe jetzt vielleicht knappe 10 Minuten oder so. Komm her, komm her, komm her. Zack. Das dauert mir zu lange. Wirbelattacke! Stimmt's mal noch nicht. Wirbelattacke! Und durchlaufen. So, den verschieben. Hier da oben erstmal verschieben soll, nicht Idiot. Den verschieben. Okay, ich verschiebe hier oben mal. Oder hier zur Seite. Den verschieben. Da brauche ich es eigentlich gerade nicht. Den. Hä? Komme ich jetzt hier nicht mehr raus, oder was? Hallo? Ich habe gerade Angst. Kann ich kaputt machen? Nö. So, komm hier. Hä? Nein. Ich komme auch so durch. Da muss ich jetzt das andere Ding verschwenden für. Vielleicht so nach unten? Nach innen? Nein. Nach unten? Nach unten? Nach außen? Nach innen? Hä? Nun bin ich verwirrt. Moment. Eine Chance habe ich noch nicht. Okay. Irgendwie. Hallo? Ich würde hier gerne raus. Schwung mal die Tür in die Luft. Oder die da? Moment. Wand abhören. Hallo? Ich komme aus diesem Raum irgendwie nicht raus. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Kann ich hier vielleicht auch in die Luft springen oder so? Nö. Kaputt zaubern? Nö. Ein Haken? Nö. Bumerang? Nö. Einfrieren? Nö. Hammer? Nö. Anzünden? Das ist jetzt kacke. Moment. Okay. Irgendwie ist es gerade nicht so toll. Ich jetzt weiß noch nicht, habe ich hier drin geladen oder habe ich noch draußen geladen? Gespeichert, meine ich. Ist auch nichts. Vielleicht ziehen? Nein. Irgendwo gegenlaufen? Tür öffne dich, wenn ich gegen dich laufe. Nein. Laden? Ah, gut, ich habe noch nicht da drin gespeichert. Oh, Glück gehabt. Irgendwie komisch, dieser Raum. So, dann geht der wieder auf. Und rein da. Pinguine. Die Pinguine des Todes. In Gelb heute. Perfekt, Magie wieder voll. So, öffnet euch die Tür. Schon wieder? Ach so. Da kam auch ein Gegner. Okay, dann ist es vertretbar. So, jetzt öffnet euch aber bitte alle Türen. Ah, so ist es fein. So, von links komme ich, nach unten gehe ich. Okay, hier muss ich wahrscheinlich alle Gegner töten, um weiterzukommen. Dieser fliegende Totenkopf nervt mich. Der hält viel zu viel aus. Was? So, ja. Wahrscheinlich wieder hier verschieben einfach. Du nicht, du nicht, du nicht, du. Ich speichere mal kurz, bevor ich auf einen nächsten Raum gehe. Jetzt muss ich zu dir wahrscheinlich erstmal. Au. So, kommt her, an den Rand, an den Rand, an den Rand. Komm, 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 komm. Put, 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 put.
Ja, komm, put, 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 put. Ja, da an den Rand, genau. Nein! Da an den Rand. Genau dahin. Und du auch. Komm. Och. Was? Okay. Das war's nicht. Das Ding sieht mich komischerweise nicht. Geil. So viel dazu. Der hat mich jetzt aber komischerweise nicht gesehen. Ah. Bleibt da. So, und weiter. Ab. Ja. Das war so schlau. Ich könnte mich dafür aufhalten. Einfach nur, um meiner Intelligenz zu würdigen. So. Erstmal probieren wir die Gänge aus, die offen sind. Und laufen voll in das Feuer nicht. Hä? War ich in dem Raum nicht schon mal? Kommt mir auch so bekannt vor. Ja. Hier, was ist das? Meins. In Tibet. Okay. Lass mich raten. Das ist wahrscheinlich das Ding, wo das Feuer dran hängt. Oder auch nicht. Du nicht. Nee, du wahrscheinlich nicht, weil ich kann wahrscheinlich nicht da drauf schieben. Du auch nicht. Du auch nicht. Aber jedenfalls ist mir der Rückweg nicht versperrt. Du auch nicht. Du auch nicht. Hallo? Der sowieso nicht. Ich werde mir ja wohl schlecht den Weg blockieren. Okay, vielleicht kann man die nach unten oder nach oben schieben. Ja. Ja. So, die letzte Reihe ist schon mal nicht. Du nicht. Ach, ich habe keinen Bock auf das Ding, ständig auszuweichen. So. Du nicht. Du nicht. Ja! Und rein da. Fast wieder in die Flamme rein. Aha. Ich habe mittlerweile auch keine Ahnung mehr, wo ich bin. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie hier aufgeschrieben. So, jetzt bist du da lang, jetzt bist du nach oben, jetzt bist du nach links, jetzt bist du nach rechts gegangen. Nö. Ich habe einfach Augen zu und durch. Okay, suchen wir wieder mal. Du nicht. Du nicht. Ne, wahrscheinlich hier einer. So, du vielleicht. Dann du? Nein. Jedenfalls einer, der nicht den Weg da oben blockiert. Und das war der richtige. So, dann hier rein. Nein, hier war ich auch noch nicht. Vor allem die Frage ist, respawnen die Gegner, wenn ich einen Raum verlasse? Perfekt, Magie wieder voll. Ich weiß es gerade nicht. Au. Ja, Jesse, hau in elektrisierende Quallen rein. So, hier. Ja, und triff sie noch nicht einmal, wenn du mit irgendwas nach hinten wirfst. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ah, ja. Aber es war nur für das obere. Also, hier gibt es noch einen Schalter? Nee, 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 nee. Egal, ich gehe jetzt da rein. Und bin in dem Raum. Kenn ich nicht. Will ich nicht kennen. Ich hau hier einfach ab. Da nicht, also der... Was? Alle Gegner. Okay. La la la. Machen wir erstmal das Ding hier kaputt. Machen wir erstmal das Ding hier kaputt, habe ich gesagt. Hallo. Komm her. Au. Danke. So. Ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Au. Verdammt. Ja, nein, ich hätte nicht speichern sollen. Was, wenn der Saum auch nicht aufgeht? Na egal, für Notfälle habe ich das Buch von Dora. Damit kann ich ja hier nochmal raus. Zum Eingang. Und das letzte. Perfekt. So, nach rechts ist... Moment, was ist oben? Nein! Dann doch lieber hier. Ich sollte aufhören in... Das tut gleich weh, wenn ich nicht ausweiche. So, und du, komm mal her. Ich sagte... Warum sieht mir das Feuer... Ich bin zu doof, um das Ding da zu treffen. Und das Feuer zieht mit zwei Herzen ab, verdammt. So, jetzt. Naja, es hat mich zwar noch erwischt, aber dafür habe ich es bekommen.
So, da lang. Hä? Was? Hallo? Hey! Wo ist mein Schatz hin? Ich habe hier noch gar nichts geholt. Ey, ich wurde meinen Schatz betrogen. Nein! Ich will mal haben, was auch immer es hier gab. Ich will's haben.